Im Moment ist es nicht ganz einfach, Schülerin zu sein. Deshalb versuchen wir immer wieder etwas Besonderes im Deutschunterricht zu machen. Damit wir unsere gute Laune behalten und Spaß beim Lernen haben. Heute singt der Salamanderchor. Wir lesen Gedichte. Wir nutzen digitale Medien. Wir erstellen Videos für unsere VLG-Vorleseagentur. So haben wir früher gelesen. Kapitel 13. Klar. Verhungern. Der geheimnisvolle, unbekannte. Ich muss weg. Nach dem Schlechten folgt immer das Gute. Und so lesen wir heute. Nachdem ich bei unserer Leseagentur war. Kapitel 1. Überraschung. Schon doof. Als ob man Klugheit nach Jahren oder Zentimetern messen kann. Auch die Freude bei den anderen Kindern war riesengroß. Guten Morgen. Guten Morgen. Klar, ich kann jetzt super gut lesen und das nur durch die VLG-Leseagentur. Okay, wir freuen uns auf deinen Vortrag. Viel Spaß. Danke. Bingo! Es war der gleiche Name wie auf dem Schild, das er dort entdeckt hatte. Vielleicht steckte ein Maklerbüro dahinter. Nemos Herz begann vor Aufregung zu hüpfen. Die mussten doch wissen, wer das Haus geerbt hatte und nun verkaufen wollte. Wir üben für den Vorlesewettbewerb. Dann ließ er aus wie von alleine. Kaum war der kleine Jack Russell frei, stürzte er sich auf den Hausschuh von Freds Vater. Genüsslich begann er, darauf herumzukauen. Wir lernen beschreiben mit Hilfe eines Tanzes. Corona-Tanz. Beschreibung. Als erstes tippt man viermal mit dem linken Fuß auf den Boden. Das gleiche dann nochmal mit dem rechten Fuß. Danach wechselt man viermal den Fuß. Also links, rechts, links, rechts. Nun folgt der sogenannte Pferdchensprung. Außerdem schreiben wir natürlich auch Gedichte, Berichte und Geschichten. Und so klingt das dann bei unserem Großen. Okay. Dabei steht uns alles offen. Wir haben so viele Möglichkeiten und doch ergreifen wir diese nicht. Denn es fällt uns schwer, veraltete Verhaltensmuster abzulegen. Und dann gibt es Tage, an denen ich realisiere, dass es genau das ist, älter zu werden. Fehler zu machen, aus ihnen zu lernen. Erfahrungen zu sammeln und herauszufinden, wer die wahren Freunde sind.